Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder in meinem Outdoor-Office. Ich bin euer Anton und jetzt geht's auch gleich los mit Sondo, die perfekte Gesundheit, dritter Theorieteil. Und ja, einsteigen möchte ich wieder mit einem kleinen Rückblick, weil diesmal ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ja, was wir bisher behandelt haben, waren als Einstieg, haben wir erstmal beleuchtet, welchen Einfluss haben denn gesellschaftliche Normen und Regeln auf unsere eigene Entwicklung und wie reagieren wir darauf und wie gesund ist denn eigentlich unsere Gesellschaft, um es mal jetzt so schön politisch korrekt auszudrücken. Danach sind wir darauf eingegangen, was Josef Breuer und Sigmund Freud herausgefunden haben. Die hatten ja diesen Hypnose-Lehrgang gemacht und haben dann bei ihren Studien zu Hysterie haben sie herausgefunden, dass der Mensch unter seinem Bewussten auch noch etwas Unbewusstes hat. Und dort hatten sie super Zugang über die Hypnose. Wir erinnern uns da vielleicht an die Frau, die Angst hatte oder die nicht trinken konnte, weil sie was verdrängt hatte, was aus langer Zeit zuvor gekommen ist. Und das dann über verschiedene Assoziationsketten mit Ekel verbunden hat und was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass der Ekel ihr es nicht mehr erlaubt hat, zu trinken, obwohl lange, lange zurück ursächlich da irgendwie Ekel vor Hunden gewesen ist. Und dann hatten wir herausgefunden, dass Sigmund Freud so die Logik der Psyche, also die Psychologik, beschrieben hat, über Assoziationsketten, die durch einen emotionalen Zusammenhang oder ein emotionales Ereignis verschiedene Sachen, die nichts miteinander zu tun haben müssen, aber in diesem Moment gerade irgendwie präsent sind, zusammen verknüpfen. Dass dann irgendwann halt wirklich ein Ekel vor dem Hund verknüpft wird über mehrere Stufen mit dem Akt des Trinkens. Und ja, dann haben wir auch gesehen, dass nicht alle Menschen zugänglich sind für Hypnose und dass Sigmund Freud deswegen überlegt hat, das, was er herausgefunden hat, das mit diesen Assoziationsketten, das muss ja auch bei Menschen bestehen, die nicht für Hypnose empfänglich sind. Wie schaffen wir denn dahin den Zugang? Und dann hat er ja die Psychoanalyse daraus entwickelt, also auf der Psycho-Couch, diese Situation, die wir alle kennen. Hat auch um 1900 hat er das Werk Traumdeutung geschrieben. Da ja, vielen Dank auch für die Rückmeldung. Das sind ja einige von euch, haben sich ja schon mal damit beschäftigt und haben das jetzt auch zum Teil zum Anlass genommen, mal wirklich ihre Träume aufzuschreiben. Ich selbst bin da auch bei und ist nicht so einfach, weil man ja im Dunkeln. Aber es sind da, also ich spreche jetzt nur von mir persönlich und von den Erfahrungen, die mir zugetragen wurden. Es sind schon sehr lustige und auch verwirrte Gedanken dort erkannt wurden, quasi aus dem Unbewussten hervorgezogen ins Bewusste, die uns dann die Chance geben, das Ganze zu analysieren. Und der Sigmund Freud, der hatte dann ja auch mitbekommen, dass nicht alle Patienten auch mehr auf die Psychoanalyse angesprungen sind, sondern dass er auch Schichten, er konnte ja schon Symptome lösen. Und da kam es aber allerdings dazu, dass irgendwann haben dann seine Patienten ein Lächeln aufgesetzt. Also wussten einfach nicht mehr weiter. Und dann ist er mit seiner Psychoanalyse nicht mehr weitergekommen und hat dann gesagt, okay, manche Menschen, die sträuben sich, die wollen einfach nicht behandelt werden, die wollen keine Verbesserung ihrer Lebensqualität, die bekämpfen den Heilungsprozess. Und deswegen geht er von etwas aus. Entschuldigung, ich muss hier mal ein bisschen was zurechtdrücken. Deswegen ist er davon ausgegangen, dass es neben der Libido, der Quelle der Liebe, die in uns allen drin ist, was wir gesagt haben, dass es da auch noch diesen Konterpart gibt, den Destrujo. Und dann haben wir auch schon leicht angedeutet, dass einer seiner genialsten Schüler, der Wilhelm Reich, der
hat gesagt, okay, die Leute, wenn die jetzt diese Assoziationsketten lücken, also wenn sie einfach immer nicht mehr weiterkommen in ihren Assoziationsketten, dass sie dann dieses Lächeln aufsetzen oder sich so am Kinn kratzen oder was sie irgendwo im Gesicht verziehen, irgendwie eine krumme Haltung einnehmen. Und der hat es ja dann den Menschen gespiegelt, um ihn zu zeigen. So, sag mal, weißt du eigentlich, dass immer, wenn wir hier zu diesem Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht, dann sitzt du immer auf die gleiche Weise da. Immer so. Ist dir das schon mal bewusst geworden? Und dadurch, dass diese Haltung bewusst wurde, konnten ja schon einige Menschen sich selbst, warum mache ich denn das? Und sie konnten dann schon diese Starrheit lösen und konnten dadurch schon den inneren Energiefluss ihrer Libido wieder ermöglichen. Und bei anderen Menschen hat dann der Wilhelm Reich eine Behandlung vorgenommen, so heißen, er ist mit den Händen dahin und hat dann das Kinn massiert und so eine Sachen, was wir ja auch alles in den Praxisteilen machen, was ja Jahrtausende lang schon gemacht wird in manchen Kulturkreisen und wo ich ja jetzt den ganzen Hintergrund und die ganze Sache dafür hier zusammenfügen möchte. Und ja, und da sind wir ungefähr stehen geblieben. Und jetzt möchte ich am heutigen Tag noch ein bisschen näher darauf eingehen. Wer ist denn jetzt dieser Wilhelm Reich und was hat er denn jetzt da entdeckt, als der immer tiefer dort vorgedrungen ist in die menschliche Psyche? Weil er ist ja ausgegangen von dem Punkt, den ja schon Sigmund Freud entdeckt hatte, den Punkt der Verdrängung. Und da haben wir gesagt, in uns steckt der Kern, die Libido. Da wollen sich die Gefühle nach außen äußern, die Liebe, auch der Ärger, die Wut und solche Sachen. Aber die Gesellschaft sagt uns, wenn unser Impuls, etwas zu äußern, jetzt nicht konform ist, darfst dich jetzt hier in dieser Umgebung, mach das nicht, tu das nicht, dann kriegen wir von unseren Autoritäten, werden wir dann gedeckelt und sagen dann, dass wir keinen Ärger kriegen mit den Menschen, die wir lieben, unseren Autoritäten, zweigen wir einen Teil unserer Energie ab und beherrschen uns selbst, wirken unserer Energie entgegen und äußern dann nicht lassen dann unsere Liebe nicht fließen oder lassen jetzt unsere Wut keinen freien Lauf und sowas. Und dann, wenn wir halt zum Beispiel die Liebe nicht fließen lassen können zu unserer Mutter beim Stillen, versuchen wir den Augenkontakt herzustellen. Sie will aber gar nicht stillen oder hat dann dabei ihr Handy in der Hand und solche Sachen und kümmert sich wirklich nicht ums Kind und kann und lässt diese liebevolle Beziehung nicht aufbauen, dann schlägt das dann vielleicht um in Wut. Und dann, das ist dann dieser sekundäre Impuls, der dann kommt, wo unsere Energie nicht hin soll. Und wenn wir dann wütend sind und der Mama in die Brust beißen oder kratzen oder hauen oder so eine Sachen, dann kann es auch sein, dass in den autoritären Erziehungen, dass dann auch dieser Impuls wird wieder unterdrückt und darf sich nicht frei äußern. Und da kommt dann ein dritter Impuls und was dann weitere nachfolgende Impulse sind, die auf jeden Fall nicht mehr dem primären Impuls entsprechen. Und deswegen war der Wilhelm Reich, der war auch völlig einverstanden mit dem, was der Sigmund Freud gesagt hat. Ja, es gibt diesen Hass in der Gesellschaft, es gibt diese Gewalt in der Gesellschaft. Aber das ist nicht etwas, was im Menschen primär vorhanden ist, wie das ja dann der Sigmund Freud mit seinem Destrujo als Konterpart zur Libido postuliert hat, also als These aufgeworfen hat, sondern das sind sekundäre Impulse. Weil die Liebe nicht fließen darf, haben wir danach die sekundären Impulse.
die sich daraus leiten. Aber wenn wir die Blockaden, wenn wir immer tiefer kommen, die Blockaden zu lösen, dann befreien wir uns und dann können wir auch wirklich frei leben. Und das Ganze, dieser Prozess der Verdrängung, der so eminent wichtig ist, den hatten wir auch erklärt, dass wir uns selbst, also eine Mauer errichten. Also das gibt es ja nicht nur in der individuellen, in der eigenen Verdrängung, das gibt es auch in der ganzen gesellschaftlichen Verdrängung. Und damals in der DDR zum Beispiel, da wurde ja auch eine Mauer gebaut. Und innen drin gab es diese Freiheitsbewegung, die wollten die ganze Zeit ihren Impulsen, ihrer Freiheit freien Lauf lassen und dem dazu verhelfen. Und da stand aber eine Mauer. Und da war halt nicht nur die Mauer, weil die hätte nicht gereicht. Da wären die ja einfach, hätten sich eine Leiter geholt, wären rübergeklettert. Sondern das System musste für die Unterdrückung der inneren Freiheitsbewegung, muss es weitere Energien die ganze Zeit aufrechterhalten. Und in der DDR war das jetzt die Stasi. In faschistischen Zeiten war das die Gestapo und weiß ich was. Es gibt immer Leute, die verbinden sich, es gibt, sagen wir, Energien, die verbinden sich mit dem Unterdrücker. Das war auch damals schon in den Kolonien. Der Unterdrücker ist dann da hingekommen, um die ganzen Ressourcen auszubeuten und die Menschen auszubeuten und zu versklaven und sowas. Kennen wir ja alles in unserer tollen Geschichte. Und dort vor Ort, da wurden halt auch immer irgendwelche Potentaten oder irgendwelche Familienoberhäupter wurden dann gekauft. Die sind dann auf die Seite des Unterdrückers gekommen und haben dann ihr eigenes Volk, ihre eigene Herkunft, haben sie dann mitgeholfen zu unterdrücken. Und ja, und das, sie kommen halt aus dem eigenen, sind sie eigentlich mächtige Leute bei sich, die eigentlich ihren eigenen Impuls zur Geltung verhelfen könnten, arbeiten aber gegen sich selbst, machen so die Selbstbeherrschung und halten sich so halt klein. Und ja, so ist dieser Prozess der Verdrängung in dem Großen, in dem Gesellschaftlichen, und das soll auch nochmal erklären. Wir brauchen die ganze Zeit von der Entstehung der Verdrängung, das ist ja ein Selbstschutz. Wir wollen ja am Anfang, wir wollen ja keinen Ärger kriegen mit unserer Mama, wir wollen ja geliebt werden. Wir wollen keinen Ärger kriegen mit dem Lehrer. Und deswegen, damit wir keinen Ärger kriegen, sondern dass die uns lieb haben und dass wir nützliche Mitglieder unserer Gesellschaft werden, müssen wir unsere eigene Energie dafür aufwenden, um nützliche Mitglieder einer Gesellschaft zu werden, die unsere eigenen primären Impulse nicht fördert, sondern unterdrückt. Und ja, da sind halt diese Unterschiede, was dann Freud, der das jetzt selber erkannt hat am Anfang, und Reich, der dann diese Erkenntnis weiterverfolgt hat, während Freud mit ganz vielen anderen Nachfolgern auch noch gesagt hat, nee, wir haben diesen Selbstzerstörungstrieb in uns, wir haben diese Gewalt in uns und wir müssen deswegen klein gehalten werden. Wir brauchen deswegen eine autoritäre Erziehung. Wir brauchen ja, alles, was uns Menschen einschränkt, hat denn diese ganze Wissenschaft, das ist ja wirklich eine Wissenschaft, die dann darauf basiert, zur Folge gehabt. Und während Wilhelm Reich, der dann auch wie Freud anfangs, der wurde ja verpönt, der wurde ja bekämpft. Und es ist ja auch, ich kriege es ja auch mit in den Reaktionen. Ich kriege ja sehr, vielen lieben Dank, sehr schöne Reaktionen. Aber dann kriege ich ja auch wirklich diese bekämpfenden Reaktionen, die, weil es geht wirklich ums Eingemachte. Hä? Das geht um uns selbst, unsere eigene Psyche und unseren eigenen Charakter. Weil die einzelnen Impulse, die dann verdrängt werden, die dann einen Sekundärimpuls haben, der dann vielleicht auch wieder verdrängt wird. Sagen wir jetzt mal, das Kind, was dann mit Autorität und nicht mal die Wut rauslassen konnte.
Das wird dann vielleicht danach zu einem ganz immer lächelnden, also unscheinbaren kleinen Menschen. Der kommt dann auf einmal wieder unter Rabauken, hat der Event selbst gesagt, unter Rowdies. Und wird deswegen, weil er auf einmal so ein kleines Blümchen ist, kriegt dann wieder von der anderen Seite. Und dann kommt er in eine totale innere Verwirrung. Und was dann wirklich mit Flucht in irgendwelche Psychosen und erstmal Neurosen natürlich enden kann. Und das ist aber diese Sachen, was dann alles passiert, wo dann die einzelnen Schutzschichten gegen diese einzelnen Bedrohungen, die zu dem Zeitpunkt sind, was dann dort aufgebaut wird, das hat ja der große Hans, was Klein Hänschen hier gemacht hat, hat er schon längst wieder vergessen, dass sie damals dann die Jungs und dann da und diese einzelnen Wege, wo jetzt versucht, der Impuls hinzugelangen und wie ich denn reagiere, meinen einzelnen Schichtaufbau von meinen eigenen Verdrängungen, der widerspiegelt halt meinen Charakter. Und das hat dann der Wilhelm Reich in seinem Buch Charakteranalyse sehr gut und sehr kompliziert erklärt. Und ja, und wir versuchen, das jetzt auch langsam aufzulösen. Und worauf ich jetzt nochmal zurück wollte, wovon ich jetzt ein bisschen gekommen bin, weil ich wollte ja eigentlich noch einen kleinen Rückblick machen. Vom Rückblick. Das sagen wir besser einen Exkurs. Und zwar sagt ja der Wilhelm Reich und auch Freud anfangs, dass in uns ist die Liebe, die Libido, die fließen möchte. Aber unsere Gesellschaft erlaubt es nicht, dass diese Liebe fließt. Und das sind ja, kommen ja, ist das denn richtig? Gibt es denn Gesellschaften, wo diese Liebe fließen kann, wo das nicht so unterdrückt wurde? Oder ist es gar nicht beweisbar, dass es auch Menschen gibt oder dass es ein Sekundärimpuls ist, dieser Hass und diese Aggression und diese Gewalt? Oder ist es vielleicht doch ein Primärimpuls, wie Freud dann mit seinem Destrujo gesagt hat? Und dann haben dann weitere Forscher in der Zukunft, also zum Beispiel Malinowski, der war Ethnologe, der hat dann die Prokreander, das glaube ich ausgesprochen, also das ist so eine Inselgruppe, die ist, wenn man jetzt auf dem Atlas guckt, die ist dann ein bisschen nördlich von Australien, also wahrscheinlich noch Stunden dazwischen, aber von Großen geguckt ist ein bisschen nördlich von Australien. Und dort sind Inselgruppen und der Malinowski, der hat sich, also Anfang, Mitte des vergangenen Jahrhunderts ist er dort zu diesen Inselvölkern und der ist dann auch richtig in die Gesellschaft reingegangen und ist dann ein Mitglied dieser Gesellschaften geworden und konnte so die halt ethnologisch erforschen. Und dabei hat er halt auch vor allem das Liebesleben, Sexualleben und diese ganzen Sitten und Gebräuche dort erforscht und hat dann herausgefunden, dass die einen völlig freien Umgang mit ihrer eigenen Sexualität, mit der Sexualität ihrer Kinder haben und dass es keinerlei Gewalt in der Gesellschaft gibt, sondern das war zum Beispiel eine matriarchale Gesellschaft, dort hatten halt die Frauen das Sagen und es wurde mehr auf die Gefühle der einzelnen Menschen geachtet und die Menschen haben halt auch ihre Gefühle, haben sie, sagen wir mal, in Liebe denn geäußert und konstruktiv geäußert und es nicht zu irgendwelchen destruktiven Explosionen werden lassen. Und es gab ja auch noch der Nachbarinseln, da wurde schon missioniert und es war dann auch wirklich nicht mehr friedfertige Völker, sondern ohne das jetzt abwertend zu sagen, dann halt so aggressive, wilde Völker, wo das dann mit reingekommen ist. Und dadurch aber, was der Malinowski zeigen konnte. Hier gibt es zum Beispiel eine Gesellschaft, die ist mit sich verbunden, die ist mit der Mutter Erde verbunden und die ist mit dem Himmel verbunden. Kann man ja schon mal sagen, okay, nicht alle Menschen sind von Grund auf böse. Vielleicht ist diese
dieser ganze Gewalt von uns ja nur ein sekundärer Trieb. Und das haben wir später, haben ja auch noch andere Ethnologen in Indien und Afrika, haben ja auch noch andere Kulturen gefunden, die auch noch verbunden gewesen sind. Und jetzt möchte ich auch noch einen schönen Hinweis, der wirklich viele Leute überraschen wird, hoffe ich mal, geben. Und zwar geht es bei uns ja auch darum, uns wieder zu verbinden. Und ein Synonym für Rückbindung ist Religion. Also auch hier im Spanischen Liga ist ein Band, ein Bund. Wir kennen ja auch Bundesliga, das ist eigentlich auch doppelt gemoppelt. Und da wird halt, und das Band, was zerschnitten wurde zwischen uns und uns selbst oder dem Göttlichen, was überall von mir aus auch ist, in jeder einzelnen Zelle, das soll ja wieder geknüpft werden, dieses Band. Und ja, und das machen ja dann manche Religionen, und keine Angst, wir haben hier nichts, was mit irgendwelchen institutionellen Religionen zu tun hat. Wir müssen nicht so nichts, sondern den einzigen Sinn, wie wir uns mit Religion beschäftigen werden, ist der wahre Wortsinn der Bedeutung, ist eine Rückbindung zu uns selbst. Eine Verbindung oder von mir aus auch Rückbindung, wenn wir sagen, okay, wir waren ja noch nie damit verbunden, aber wir als Menschen waren ja damit verbunden schon mal gewesen. Weil die Frage ist ja, wenn wir jetzt sagen, okay, in unserem Kern ist Liebe, ist Libido nach Herrn Freud, die fließen möchte, wo ist es denn in der Menschheitsgeschichte dazu gekommen, dass wir diese Liebe nicht mehr fließen lassen haben, sondern dass wir die unterdrückt haben und dass dadurch Sekundärimpulse gekommen sind wie Gewalt und Hass und die ganzen unschönen Todsünden oder wie wir das jetzt, okay, ich lass Religion und solche Wörter ganz weg. Mir gefallen Wortspiele, die gestattet mir bitte, die werde ich auch noch weiterhin machen. Aber das ist ja eine ganz ernste Sache. Wo ist es zum ersten Mal aufgetaucht? Und wir haben ja eine Menschheitsgeschichte, die geht ja über Millionen von Jahren. Also manche sagen 2 Millionen, manche sagen 6 Millionen, ein bisschen länger, oder manche sagen 1 Million. Und dann haben wir eine Geschichtsschreibung, die geht, sagen wir mal, maximal 6000 Jahre zurück. Und wenn wir das jetzt auf so einen Zeitstrahl sehen, sagen wir jetzt Million, das ist ein Meter. Also das sind wahrscheinlich 2 Meter, wenn es 2 Millionen sind, 6 Meter. Wenn es 6 Millionen Jahre sind, Menschheitsgeschichte. Und das, was wir davon lernen in unseren Geschichtsbüchern, wo es um die ganzen Superherrscher geht, die dann irgendwelche Länder überfallen und erobert haben und was ja nicht alles friedlich war, das sind dann wirklich Millimeter. Also wenn dann 6 Millimeter auf einem 6-Meter-Strahl oder auf einem 1-Meter-Strahl 1 Millimeter oder sowas. Und die ganzen anderen, das muss ich denken, 99,99 Millimeter dieses Meters, wovon 1 Millimeter unsere Geschichte ist, ist die ganze Menschheitsgeschichte. Und es wird halt auch gesagt, dass diese 99,99 Zentimeter von Liebe und von einer Verbindung der Menschen zu sich selbst und ihrer Umgebung, nennen wir das jetzt am einfachsten, geprägt gewesen ist. Und dass diese ganze Gewalt in der Menschheit nun wirklich eine Fingernagelbreite auf dem Meter. Und es gibt dort diese Theorie, die auch später, also die dann auch schon wissenschaftlich erforscht und auch belegt über Funde und über Analysen der verschiedenen Gesellschaftsformen entwickelt wurde. Und die geht davon aus, dass wir wirklich damals in so einem Paradies gelebt haben, wo es dann auch täglich Essen und Trinken von den Bäumen und aus den Flüssen und aus den Bächen kam. Und dann durch ein Ereignis, wo keiner weiß, was ist, ob das jetzt ein Meteoreinschlag war, ob das ein Vulkanausbruch war oder irgendwas, was vielleicht die Sonne verdunkelt hat, dass auf einmal nichts mehr gewachsen ist. Dass auf einmal das fruchtbarste Land, wir wissen ja, Mesopotamien,
Und das Zweistromland, wo heute Irak ist, oder Ägypten, da kam, wo denn die Israelis ausgewandert sind von. Und damals, das war ja blühende Paradiese. Das war ja quasi die Kornkammer Europas auch noch lange, lange gewesen. Und dort ist ja heute Wüste. Und diese Wüsten sind aber halt auch noch gar nicht so alt, sondern so ungefähr diese 6000 Jahre alt. Und eine auch belegte, aber immer noch Theorie besagt, dass auf einmal durch irgend so ein Ereignis, ein spontanes Ereignis, auf einmal dieses ganze Land unfruchtbar war. Und die Menschen, die vorher noch in ihren eigenen Sippen herumgezogen sind, die sind ja auch immer damals, als sie noch verbunden waren, die Energielinien langgezogen und haben, oder ja, sind ihren Tieren gefolgt, die auch dorthin sind, wo sie gewusst haben, da gibt es als nächstes Essen. Da waren die Menschen ja noch Nomaden gewesen, auch obwohl sie es eigentlich gar nicht gemusst hätten, weil wenn da jeden Tag wächst und wir da so ein schönes Klima haben, dann könnten wir uns ja eigentlich schon damals sesshaft gemacht haben. Aber es wird gesagt, nehmen wir auch wieder für nichts absolute Erkenntnis in Anspruch. Es wird halt gesagt, dass die schon damals die Energie langgewandert sind, die Menschen. Und dann war auf einmal nichts mehr da zu essen. Das heißt, die hatten auf einmal Hunger. Das war auf einmal ein Schock für die. Sie sind an ihre Existenzgrenze. Und das heißt, die sind halt alle dorthin geströmt, wo jetzt Flüsse waren. Das war Nil, Euphrat, Tigris. Dort haben sich jetzt die ersten großen Menschenansammlungen gebildet, die ersten Städte. Und dort waren die Menschen schon auf ihrem Weg dorthin, hungernah, und wurden halt oft überfallen von anderen Leuten, die auch um ihre eigene Existenz Ängste hatten. Und ja, wo kriegt man denn was zu essen her? Dann halt von anderen Menschen, in welchen Formen auch immer. Und ja, auf jeden Fall so sind denn wohl die ersten Ängste und Gewaltausbrüche gekommen in die Menschheit, und dann halt auch wirklich schon in kleinen Phasen. Die kleinen Kinder, die schwangeren Frauen hatten auch nichts, ja, hatten halt Mangel. Und dieser Mangel hat dann zu den ersten Blockierungen geführt, und wenn dann wirklich zugesehen werden musste, wie man überfallen wurde oder vielleicht Eltern, Kinder getötet, irgendwelche Schauergeschichten, dann wird es verdrängt, bilden sich da weitere Verdrängungsschichten rum, und es wird dann halt auch an die Kinder wieder weitergegeben. Dann sind auf einmal ganz viele Menschen zusammen und jeder muss dann dort gucken, wo er bleibt, und hat dann schon gar nicht mehr diese Verbindung zu der Natur, weil er ist ja dann, er geht nicht mehr seinen natürlichen Lauf. Er geht nicht mehr an seine Energieorte wie vorher, und er ist davon entwurzelt, er ist davon abgeschnitten, dieses Band. Und ja, und da wird dann halt gesagt, weil die haben das dann auch erforscht, so wenn sie die einzelnen Gesellschaften, die es halt um diesen, die ganze These heißt Saharasia-These, weil es in der Sahara und Asien, da wo diese großen Wüsten jetzt sind, wohl ihren Ursprung genommen haben. Und dieser James de Meo, der diese in der Theorie entwickelt hat, der hat dann verschiedene Charakteristika genommen, um zu schauen, ist eine Gesellschaft denn noch mit sich selbst und der Liebe verbunden, oder unterdrückt sie schon, oder ist es mehr so eine unterdrückerische Gesellschaft, gewalttätige Gesellschaft? Und da gibt es dann halt verschiedene Kriterien. Und er sagt dann, okay, bei dieser Gesellschaft sind halt noch mehr Kriterien in der Liebe, noch mehr Kriterien in der Gewalt. Bei der Gesellschaft sind dann ja zu so viel Prozent Kriterien in der Liebe, zu so viel Prozent Kriterien in der Gewalt. Und konnte das dann sehen, auch im zeitlichen Ablauf, konnte der dann sehen, wie aus Sahara, Asien, aus diesem Bereich, das immer mehr umgeschlagen hat zu einem immer größeren Prozentteil der Gesellschaften,
mit Gewalt und immer geringerem Prozentteil der Gesellschaft mit Liebe. Und ja, und von da aus sagt er dann, so ist es halt über die ganze Zivilisation gekommen, die Gewalt, die hat sich halt wirklich ausgebreitet wie eine Krankheit, und man müsste diese Gewalt und diese Panzer, die man darauf aufgebaut hat, halt wieder loswerden, um da wieder rauszukommen. So, ich hoffe, diesen Exkurs, den fandet ihr jetzt auch spannend, und ja, da kann man auf jeden Fall noch forschen. Da gibt's auch ein schönes Buch dazu, und ja, stelle ich jedem frei. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Wilhelm Reich, weil der hat ja dann gesagt, okay, er konnte ja immer weiter vordringen durch das Auflösen der Blockaden immer tiefer in den Kern der Menschen und hat dann gesehen, da ist Liebe. Und jede einzelne Schicht, die wir anfangs mit Psychoanalyse nach Freudschem Modell lösen können und später mit seiner Widerstandsanalyse, wo geht der Mensch in Blockierung, wo können wir das lösen? Entschuldigung. Jedes Mal konnte er eine Schicht abtragen, wie bei der Erde. Wir tragen eine Schicht ab und irgendwann kommen wir zu unserem Kern. Und der Wilhelm Reich hat dann rausgefunden, dieser Kern besteht aus Liebe, und dieser Hass ist auch nur ein sekundärer Impuls. Er entspricht nicht unserer Primärenergie. Und wir können rauskommen aus diesem, indem wir wirklich die ganzen Schichten auflösen. Und ein schönes Buch, was er geschrieben hat, 1927, Die Funktion des Orgasmus, die war ja damals durfte man so eine Worte noch gar nicht in den Mund nehmen, wie Orgasmus, da war das schon noch alles ein bisschen steifer gewesen, als heute in Großstädten, sage ich jetzt mal, das der Fall ist. Und auch obwohl ja heutzutage, wir nähern uns ja schon dem Sexuellen, aber den tiefer liegenden Schichten nähern sich ja die wenigsten, und wo das dann schon diese Energieflussblockaden in der frühen Kindheit blockiert werden, das ist ja immer noch gesellschaftliches Tabu. Und also der hat dann 1927 hat er schon das aufgeschrieben, wie das funktioniert. Und zwar erklärt er das an dem Beispiel mit einer Frau, die hat so Verkrampfung im Brustbereich, die hat so Herzschmerz. Da geht es da gar nicht gut, und die ist da, die verkrampft dort. Und die hat halt ganz große Probleme gehabt, auch mit ihrer eigenen Sexualität. Und ja, das kam halt, wir sagen immer, das ist was Gesellschaftliches. Also es ist für jeden auch, wir haben ja Schamhaare, wir haben Schamlippen, Schambein, ja, schäm dich. Und ist ja alles nicht gut. Wir haben ein Geschlecht. Das ist jetzt nicht irgendwie, das ist ja nicht das Stolzhaar, das ist ja nicht das Stolzbein und das geh super. Wir haben ja da diese ganzen negativen Bedeutungen von den ganzen Geschichten, dass viele Menschen denn Sexualität und Lust denn verbinden mit sich schämen und einer Scham. Und wenn die sich verbinden, dann kommt es zu einer Verwirrung. Und in dieser Verwirrung sind viele Menschen. Dann gibt es auch noch, viele Menschen machen dann auch noch irgendwelche Erfahrungen, die dann ihre Sexualität sich verbinden lassen mit Gewalt. Und die kommen dann auch zu einer emotionalen Verwirrung und können dann ihre Sexualität nur freien Lauf lassen, wenn es auch im Zusammenhang mit Gewalt steht, so SM und was es da gibt. Und dann gibt es auch noch da kann man auch noch Sex verbinden mit Ekel. Weil, ey, das ist ja Ekel, man machen die,
brauche ich jetzt nicht erklären. Könnt ihr euch vorstellen, wahrscheinlich, dass es vor 100 Jahren, dass das noch mehr Ekel gewesen ist bei manchen Sachen. Und das ist auch heute. Und dann gibt es halt diese Verwirrung. Und dann werden so schöne Sachen wie die Energie und die Liebe sexuell fließen zu lassen, unterbewusst, unbewusst, mit Ekel verbunden, mit Gewalt verbunden und wir wissen es nicht. Und das bildet dann eine Blockade. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, hier ist so der Kopf, hier hinten sind so die Beine, hier sind so die, also die Geschlechtsteile, die Superteile, die Brüste. Und diese Frau, die hatte jetzt eine Blockade in den Brüsten, weil die hat sich auch immer geschämt und die hatte auch immer so ein bisschen mit Angst verbunden. Das heißt, Angst, also wir ziehen unser Zwerchfell zusammen und wir kommen dann in die Kontraktion und unsere Energie ist eine Welle, die möchte halt durch uns durchschwingen und in Interferenz mit den Wellen natürlich anderer elektromagnetischer Wesen. Das ein oder anderen Geschlechts dann kommen. Die Frau, die wollte jetzt in sich die Welle schwingen lassen und mit der Welle ihres Partners verbinden. Die ist aber immer wieder zurückgestoßen worden, die Welle, weil sie hier eine Blockierung hatte. Die konnte nicht durchdringen. Und deswegen konnte sie auch nicht zu dem Lustempfinden kommen, weil da hieß es dann, das ist des Teufels und das ist doch eklig, was sie machen, das gehört sich nicht und was dann da alles so kam. Und deswegen kam es dann zu dieser Verkrampfung und zu der Angst. Und der Wilhelm Reich, der hat es dann geschafft. Der konnte dann über die Lockerung der verhärteten Teile bei ihr, also wo sie dann die Erstarrung, die Kontraktion gekommen ist, war ein sehr, sehr, sehr guter Beobachter. Der hat es dann erkannt und konnte diese Stellen lösen und konnte so schaffen, dass die Frau, die schon seit jahrelang keine sexuelle Erregung mehr gefühlt hat, die total asexuell schon gelebt hat und für die nichts erregt hat, hat dann auf einmal wieder so ein Gefühl gehabt, untenrum, uiuiui, was ist denn hier los? Und die hat auf einmal wieder sexuelle Energie in sich fließen gehabt. Die hat die Liebesenergie, ist wieder in sich geflossen. Und jetzt können sich viele vorstellen, das ist ja super, traumhaft. Aber die arme Frau, die ist dann auf einmal nach Hause wieder gekommen. Und da war dann ihr Mann, wo es dann halt die letzten Jahre, Jahrzehnte, der war nicht so befreit. Der ist auch noch in seinen ganzen Charakterpanzern drin gefangen. Und sie spürt jetzt was und möchte ihrer Liebe freien Lauf lassen und trifft dann auf ihn und ist natürlich schlecht. Und das ist das große, große Problem, was wir haben, wenn sobald wir uns individuell befreien und zu uns kommen, zu unserer Liebe kommen und unsere Energie, unsere innere Quelle erkennen, mit uns verbinden, dann heißt dieser individuelle Fortschritt nicht, dass wir gleichzeitig auch noch ein Paradies um uns drumherum geschaffen haben und dass wir dann gleichzeitig die Gesellschaft sofort mit geändert haben, sondern wir haben dann diese Auflockerung und diese Lösung, aber haben dann auf einmal das Problem, wie setzt man das jetzt um? Wie macht man das jetzt? Und wo ist denn jetzt jemand, der meine strömende Liebe auch erwidert und der auch sich selbst erkannt hat und der nicht in seinen eigenen Ängsten und eigenen Blockaden noch gefangen ist? Und wir werden dann oft, also es ist jetzt nicht nur beim Sex, dass wir auf einmal einen Partner haben, mit dem wir nichts mehr anfangen können. Das ist auch bei anderen Befreiungen, guckt sich denn die Gesellschaft auch komisch auf einen herab, weil die ja noch in ihren einzelnen Mustern drin sind
und sich noch nicht trauen, sich mit sich zu verbinden. Und für diejenigen, die dann aber schon, ich rede wirklich von Befreiung, weil es ist eine Befreiung. Und für die, die das sehen, wie der arme andere Mensch dann noch gefangen ist, ist das zum einen bedauerlich, weil die Menschen möchten auch so bleiben. Es gibt ja diesen Schutzmechanismus, was ja ihre Blockaden darstellen, der möchte ja dann auch noch weiter bestehen. Und der ist ja unterbewusst und die wissen ja gar nicht, warum sie sich blockieren. Und man kann Menschen nicht helfen, wenn ihnen nicht geholfen werden, wenn die nicht wollen, dass ihnen geholfen wird. Und das ist natürlich für die Menschen, die schon zu sich gefunden haben und die sich mit sich und dem Universum verbunden haben, ist das ein Trauerspiel, sagst du, wie kannst du denn? Und ja, das ist das, was ich euch allen auch bei dieser Situation mit ans Herz legen möchte. Ich habe es am Anfang gesagt, die ganze Sache ist sehr kontrovers. Die einen, die lieben es, die sagen, oh, endlich, endlich, ich habe es schon immer gespürt in mir und mich und endlich ist mir alles klar. Und dann gibt es die Menschen, die haben so viele Schutzmechanismen, sage ich jetzt mal, die wollen das nicht, die wollen nicht an sich ran und die wissen, und das Schlimmste sind die Menschen, die schon sehr, ja, ganz im Kopf sind, die in ihrem Kopf ihre eigene, wirklich das eigene schlüssige System aufgebaut haben, die ganz klar wissen, nee, es ist so und das ist das allein Logische, aber die leider noch nicht akzeptiert haben, dass der Mensch keiner materiellen, mathematischen Logik folgt, sondern der Logik seiner Psyche, der Psychologik. Und dass wir leider Gottes ganz anders funktionieren. Und wir kommen dann auch mit rationellen Argumenten, die diese Menschen ja dann hören wollen, kommen wir ja nicht weiter. Weil es funktioniert nicht in einer rationellen Logik. Ja, jetzt fange ich mich an zu wiederholen. Es ist aber so, dass wir, auch wenn wir uns weiter befreien, von manchen Menschen wegentwickeln werden. Das möchte ich euch sagen. Und das ist sehr schmerzhaft, vor allem wenn das Menschen in der eigenen Familie sind, wenn man sieht, wo diese eigenen Menschen, wenn man dann erkennt, wo sie ihre Leiden haben und das aber gar nicht akzeptiert wird und gar nicht ins Bewusstsein kommt. Und das ist der traurige Teil der ganzen Geschichte. Der andere Teil ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich befreien. Es gibt immer mehr Menschen, die auf dem Weg sind und die diesen wirklich auch schmerzhaften Prozess der eigenen Befreiung, weil man muss ja wirklich, wenn man sich sieht und wenn man die ganzen Ängste, vor denen man sich geschützt hat und durch die man sich blockiert hat, man muss da durch, um einmal zu sich reinzukommen, muss man diese Sachen allerdings behutsam auflösen. Und ja, ich habe das, okay, ich erzähle jetzt ein Beispiel von mir, um das ein bisschen sichtbar zu machen. Eine meiner schönsten, aber auch schmerzlichsten, auch erleichterndsten Erfahrungen war bei einem Retreat gewesen, also so ein Wochenendseminar kann man das auch nennen, obwohl es ein bisschen länger gewesen ist. Das war über Ostern, vor 2 Jahren jetzt schon. Und da war der Meister meines Meisters, der Großmeister Che aus Korea, aus Seoul, angekommen. Dann sind wir in Wald natürlich, wo die sauberste und dichteste Energie ist. Da sind wir denn dorthin und dann gab es auch spezielles Essen, also kein Zucker und solche Sachen. Und dann hatten wir eine Meditation. Das war dann auch mit am letzten Tag, wo auch wirklich wunderbare Sachen passiert sind mit ganz vielen Menschen, die daran teilgenommen haben. Und man hat ja auch vorher schon gemerkt, was ist denn das hier für eine Energie? Das hat sich angefühlt wie, wow. Und wir haben keine Drogen genommen, aber wir waren wirklich in so anderen Dimensionen gewesen, Verbundenheit zwischen den Menschen.
Und meine Frau war damals schwanger gewesen mit unserem Sohn. Und ich bin in der Meditation, bin ich hin, das war ja 40 Kilometer oder 100 Kilometer weg. Ich bin hin und habe meinen Sohn in ihrem Bauch besucht. Astralreise, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte. Und mein Geist war auf jeden Fall dorthin und hat gesehen, bevor der ohne Ultraschall oder alles, habe ich meinen Sohn gesehen. Und dann sind die Sachen, die ganze väterliche Gewalt, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, und diese autoritäre Erziehung, ja, sehr autoritäre Erziehung, die damals geherrscht hat, ist mir dann so bewusst geworden. Und dass ich meinen Sohn nur mit Liebe erziehen möchte. Und dann sind auf einmal sind da alle Dämme gebrochen. Die anderen haben halt, die waren halt noch, waren noch ruhig, die Meditation ist noch weitergegangen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Bei mir hat sich mein ganzer Mund, mein Rachen, es war alles voller Rotz und ich konnte das ja nicht da irgendwo hinspucken. Ich saß ja zwischen, weiß ich, wie viele Menschen, ich konnte auch nicht aufhören zu heulen. Und dann ging es aber auch noch weiter. Und wenn man wirklich in so einer Meditation sitzt, auch die Schmerzen, die man da vorher durch, also es wird immer besser, also, es wird immer weniger. Ich will euch ja auch nicht abschrecken. Aber wenn man erstmal ein, zwei Stunden in so einer Position sitzt, am Anfang schläft einem oft mal das Bein ein und sowas. Und dann sind es aber, das sind dann wirklich durch diese Schmerzen, die lösen dann den Energiefluss. Und irgendwann kann halt die ganze Energie fließen. Und das kann sich alles lösen. Und ich habe wirklich, ich habe minutenlang geheult und geschluchzt und wusste nicht, wohin mit dem Rotz. Ich bin auch danach, als dann endlich alles vor der Maestro, dann auch die anderen aufgestanden sind. Ich bin rausgerannt, er hat immer noch geheult, habe mir den ganzen Schnodder abgewischt, das ist gelaufen aus der Nase, aus den. Ah, ich will nicht wissen, wie ich ausgesehen habe. Ich möchte jetzt auch keine. Schrecklich, schrecklich, und es hat sich schrecklich gut angefühlt. Es ist. Also ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wer diese Erfahrung machen möchte. Wenn ich das jetzt so hören würde, würde ich auch sagen, oh Mann, der Anton, der hat ja echt Probleme, wa? Sowas auch noch zu empfehlen und sowas möchte ich auch, da bin ich mir mal lieber langsam. Aber das ist, wie gesagt, ich bin da durch. Und das, wie das, boah, was das für eine Befreiung war und für eine Erlösung und sowas und, wo ich, und Selbsterkennung, was ich auch gar nicht mehr gewusst habe. Das, Mensch, ich war doch, ach, 30 war ich damals, 37, 38. Da habe ich doch nicht mehr gewusst, dass ich da irgendwie noch gelitten habe aus irgendwelchen Sachen aus meiner frühesten Kindheit, die schon 35 Jahre und länger her gewesen sind. Und ich war doch, mir ging es doch gut, mir ging es doch super und boah. Pff, gut, okay, ich hoffe, ich habe jetzt genug Leute abgeschreckt. Oh. Ihr habt ja vielleicht gesehen, ich habe es jetzt nochmal durchlebt. Wo sind wir denn stehen geblieben? Also, man kommt Schicht für Schicht von seinen inneren Blockaden, kommt man zu sich selbst und erkennt dann die Liebe in sich. Sei es jetzt die Liebe zu sich, zu seiner Umgebung, zu seinen Kindern, zu seinen Eltern. Ah, da bin ich wieder stehen geblieben. Wenn man selber dann so befreit ist, heißt es das nicht, dass alle anderen um einen drumherum den gleichen Prozess schon mitgemacht haben und dass die auch zu sich gefunden haben, mit sich im Reinen sind, sondern dass die noch diese Sachen nicht bewusst haben und noch in ihren alten Mustern drin sind. Und ja, wie gesagt, es gibt Leute, die sind schon so weit, mit denen kann man weiter wachsen. Es gibt Leute, die kann man nicht mitnehmen, obwohl sie einem am Herzen liegen.
sie sind dann halt noch nicht bereit dazu. Aber es ist auf jeden Fall etwas sehr Lohnendes. Und okay, ich werde jetzt an dieser Stelle abbrechen. Ich sage vielen lieben Dank. Beim nächsten Mal, was ich eigentlich heute noch machen wollte, werden wir dann eingehen auf die Phasen der einzelnen Blockierungen. Also es gibt ja, wie ich vielleicht schon angedeutet habe, hat dieser Wilhelm Reich ja dadurch, dass er dann mit dieser Massage näher in die Psyche gekommen ist, konnte der zu Zeiten unserer Existenz vorstoßen, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, wo wir im Bauch waren, wo wir oder Kleinkinder noch waren, wo deswegen die Assoziationsketten, die wir verbal erreichen konnten mit Freuds Mitteln, wo die dann auf einmal abgerissen sind, kommen wir dann über die körperliche Lösung zu diesen tiefsten, tiefsten Blockaden, die wir in uns drin haben. Und der Wilhelm Reich hat dann auch erkannt, dass das in 7 Schichten so ist. Dass er jetzt so die Augen, dass das eine oft verkrampfte Sache ist, die dann so hohle Augen, tote Augen. Und dass er dann auch hier den Mundbereich, Brustbereich, Zwerchfell, was dann auch diese im indischen Yoga, diese 7 Chakren auch so mit beschreibt. Und dass diese einzelnen Segmente einzeln gelöst werden müssen. Und er hat auch dann angefangen, dass wenn er Leute, die ganz viel Angst hatten, ganz viel hier unten kontrahiert waren, dass er die gelöst hat. Und dann ist auf einmal die Energie aufgestiegen und ist dann nach oben gekommen und hat dann dort noch schlimmere Schäden und Psychosen und sowas ausgelöst, wo er dann auch darauf gekommen ist, weswegen wir das ja auch, hat er leider das nicht gekannt mit diesen taoistischen Übungen, die wir immer machen. Wir machen die Auflockerung immer von oben nach unten. Die Energie, die geht hier raus, die geht hier raus, die geht zum Zehen raus. Und deswegen schicken wir die nach unten. Und naja, er hatte das alles, was eigentlich schon 1000 Jahre bekannt ist, hat er an seinen Patienten und mit seinen Patienten und an sich selbst herausgefunden. Und er ist dann halt auch auf diese einzelnen Bereiche gekommen, wie die aufzulockern sind, also mit manchen Übungen. Und ja, die ähneln auch sehr den taoistischen Sachen, die wir in den Praxissachen machen, wo ich sagen möchte, dass diese Sachen, die wir hier in den Praxisteilen machen, dadurch, dass die schon tausende Jahre erprobt sind, dass die wahrscheinlich sogar Millionen Jahre alt sind, wo die noch aus dieser Zeit kommen, wo die Verbindung, die Liga noch bestanden hat mit uns und unserer Umgebung. Und ja, das ist. Wir werden dann halt im nächsten Mal auf diese Stufen zusammenkommen. Welche Blockierungen entstehen in der Phase um die Geburt rum? Welche entstehen in der oralen Phase? Was jetzt in den ersten 3 Jahren sagen manche sagen auch in den ersten 18 Monaten, ist welche Blockierung danach in den analen Phasen. Für uns Deutsche, ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Land gibt, wo so viel Fäkalwörter, Flüche, unsere ewige Kanzlerin, Shitstorm ist ja eins ihrer Lieblingsworte, wo irgendeinem englischsprachigen Menschen dieser. Wie kann man sowas als hochgestellter Politiker in den Mund nehmen? Ja, die Deutschen haben halt so, wir kennen alles. Ich will jetzt keine deutschen Schimpfwörter, Ausdrücke benutzen, aber viele haben mit unseren Exkrementen zu tun. Das heißt, bei uns gibt es so viele Blockierungen gesellschaftlich, an Natur, in der analen Phase. Und ja, danach kommt dann die sexuelle Phase, die frühkindliche sexuelle Phase und die Pubertät. Und in jeder Phase kommen verschiedene Blockierungen und in verschiedenen Teilen des Körpers. Und ja, da schauen wir dann das nächste Mal nach. Auch an Beispielen und mal gucken und in den Praxisteilen. Dann machen wir uns schon immer weiter locker.
Und ja, ich danke euch, dass er ja nochmal, dass er weiterhin dieses Interesse zeigt. Ich möchte auch schon immer vorweggreifen und dann sagen, und worauf wir denn irgendwo hinauskommen. Ich versuche das behutsam, wirklich, dass wir aufbauen und dann unser Höhepunkt auch wirklich der befreiend wird. Und das dauert halt noch ein paar Wochen. Deswegen hoffe ich, der Grad der Erregung ist auch bei euch erhöht und ihr könnt ihn auch halten. Und ja, und wenn ihr auch schon vorher da freien Lauf lassen wollt, euren Gefühlen, gerne. Macht es mit den Übungen, die wir in den Praxisteilen machen. Beim letzten Mal haben wir schon mal dieses Qigong, das erste. Wie kann man die Energie reinigen? Weil das ist am Anfang, sage ich, ist erstmal reinigen. Das, was mir am meisten weitergeholfen hat, das Qigong mit den Bäumen, mit dem Baum, werde ich auch in Kürze, aber das ist halt in Kürze, kann auch noch ein paar Wochen sein, wenn ich denke, dass jetzt alle bereit dafür sind, weil wenn wir mehr Energie bekommen und diese mehr Energie trifft dann auf unsere Blockaden, dann kann es auch dazu kommen, dass diese mehr Energie uns abschreckt und uns Angst macht. Und weil wir auf unsere inneren Blockaden haben wir auf einmal mehr Energie, unsere innere Stasi aufrechtzuerhalten, wenn es wieder zurück an den Anfang zu kommen. Und deswegen, wir lockern uns vorher ganz entspannt. Und ja, ich hoffe, ihr gebt hier ein Like, gebt mir bitte eure positiven und eure negativen Kommentare. Ich bin sehr glücklich über Kritik. Empfehlt das bitte weiter, weil ich habe ja auch, habe ich letztens auch in den Gruppen, habe ich das ja auch empfohlen. Es gibt wirklich gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten halt ganz viele Leute, die kontrahieren in Angst, weil die Lust, ach, das ist auch was Reichisches. Das, aus der Lust wird oft Angst. Das ist die gleiche Emotion, bloß in einem verschiedenen Energieniveau. Und obwohl die ganz anders wirkt. Aber das ist der gleiche Trieb, der noch einmal in das andere umschlägt. Und der sagt es, bei ihm ist es die Gemeinsamkeit von verschiedenen Sachen. Und ja, auf diese Sachen gehen wir beim nächsten Mal alles genauer ein. Ich verabschiede mich jetzt zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, bald wiederzusehen. Und ja, es wird immer fantastischer, die Geschichte. Tschüss, euer Anton.